So, und jetzt müssen wir uns wieder auf diesen langen Weg zurück machen. Ah, jetzt gucken wir mal Geocache-Karte. Da haben wir eh schon eins gefunden. Ja. Oh, da haben wir anscheinend ein paar vergessen. Hier haben wir auch irgendwas anderes. So ein Kelch, eine Reliquie vergessen. Und auf dem Schiff auch überall. Na dann. Da haben wir auch was vergessen. Auch so ein Geocache. Naja, komm. Das holen wir uns natürlich nicht mehr alles. Da wir eh schon fast genug Erfahrung haben. Das reicht uns, glaube ich. So, jetzt schauen wir einfach, dass wir hier schnell wieder nach draußen kommen. Hier ist recht dunkel. Ja, komm, du weißt doch, dass hier nichts ist. Jetzt komm, bisschen schneller. Los, 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 los. Los! Hep, hep, hep. Komm schon. Gib ihm. Ja, danke. So, wo sind wir jetzt eigentlich hier rübergelaufen? Das heißt, das Zeug war alles da irgendwo drin. Na gut, und was ist da oben eigentlich? Ist das das Lager, wo wir ein bisschen gezündelt haben? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal da hoch zur Forschungsbasis. Schauen wir mal, ob auf dem Weg irgendwas Interessantes liegt. Wohl eher nicht. Ist da oben irgendwas zu sehen? Nee. Ich höre eine Sau. Komm schon, ich mach dich kalt. Ach, ich hab sie nicht mehr getroffen. Oh Mann. Ja, machen wir erstmal das Ding hier auf. Sehr gut. So, irgendwie habe ich Angst. Kann ich jetzt dann die Seile da hochklettern? Nein. Wohl eher nicht. Ja? Da bin ich. Ich stehe im Lichtkegel. Ah, ich kann hier wohl etwas tun. Lass mich raten, jetzt kommt gleich der Aufzug runter. Okay, damit will ich nicht hochfahren. Aber ich glaube, das muss ich auch gar nicht. Ich kletter einfach. Na ja, klar, danke, dass ihr natürlich hier so schön Rohre reingelassen habt. Dann kann ich nämlich da souverän hochklettern. Ach, ich muss da wahrscheinlich rüber. Gut, check oben. Betreten Sie die Forschungsbasis. Das ist mein nächstes Ziel. Da war mal ein Aufzug. Da will ich natürlich jetzt nicht runterspringen. Nö, nö. Ah, da ist eine Kiste. Die holen wir uns ja gleich mal. Bam! Jawohl, ein Teil vom Bogen gefunden. Also, was ist denn für ein Riesentor hier? Die haben hier schon richtig, richtig mächtig, haben die hier was gebaut. Muss man schon sagen. Okay, nehmen wir mal Granaten mit. Haben wir schon alle. Pfeile vom Bogen haben wir nicht alle. Sonst noch was hier? Nope. Dann gucken wir mal. Ah, jetzt weiß ich, wie wir da rüberkommen. Ja, jetzt habe ich voll das coole Fadenkreuz. Für die Magnum. So, jetzt war das wahrscheinlich dämlich. So, weil wir müssen nämlich wahrscheinlich darüber. Ja, immer diese Klettereien hier. Das ist ja schlimm mit euch. So. Jawohl, jetzt sind wir hier auch oben. Ist hier irgendjemand? Hallo, ist da wer? Da ist was. Ich hab was gesehen. Und zack, ich nehme dich mit. Komm schon, da ein Tagebuch. Schauen wir mal, was drin steht. Ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten.
Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Was? Whitman, meine große Entdeckung. Whitman hat seinen Verstand verloren. Seine Besessenheit von Ruhm und Reichtum hat ihn voll und ganz vereinnahmt. Ja, also wenn man das so liest. Also ernsthaft, das kann doch nicht sein Ernst sein. Es sind ein paar Tote. Oh, ist gut für Dramatik. Ja klar, natürlich. Und sobald mir dieser Matthias zuhört, dann wollen sie zusammenarbeiten. Und dann kann man die ganzen Leute natürlich in die Zivilisation zurückbringen. Ist ja nicht so, dass die total unzivilisiert sind und total willenlos und stets nur töten. Ja, pff, die kann man in die Zivilisation, die kann man aufs Festland bringen und dann gleich einsperren. Mann, Mann, Mann. Was ist denn mit dem? Das ist ja voll... Das ist nicht sein Ernst, ey. So, ist hier irgendwo ein Geocache? Natürlich ist hier ein Geocache. So. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich da hoch. Jawohl. Okay, jetzt stehen wir hier oben rum. Und auf den nächsten. Das ist voll lustig, dass hier immer überall... Hier kann man überall immer schön rumklettern. Oh oh. Wirklich? Aber es ist echt voll geil, wie sie da die Forschungsbasis da in den Berg geklopft haben. Echt geil. Könnte man eigentlich in Minecraft nachbauen. Und das ist echt hier, also Grafik und so. Das ist echt. Das ist voll gut gemacht. So. Was? Ah, ich muss wohl da außen rum, oder? Ach, Lara, wir klettern hier ganz böse rum. So, betreten Sie die Forschungsbasis. So, jetzt müssen wir aber erstmal nochmal runter gucken. Ey, voll geil, dass sind die hier so gelandet hier. Zum riesen fetten Schiff. Voll da eingekentert. Das ist echt voll geil. Hier so am Strand und da haben sie einfach mal so eine Forschungsbasis hingepflastert. Und wenn du siehst, das Tor da unten, das ist einfach in dem ganzen Berg, ist einfach diese Basis drin. Wie geil das ist. Okay, gut. Lass mich raten, wir müssen das mal ein bisschen in Schwung hier bringen. So, dann können wir da auch mal rüberspringen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Dann holen wir das auch mal rüber. Aber mal ernsthaft, Leute. Ihr habt hier so einen schönen... hier so einen schönen Aufzug gemacht. Aber wohin eigentlich? Was bringt denn der? Der ist so kurz. Oh oh. Ciao, gell? Da fällt er, da fällt er. Und er kommt nicht auf. Witzig. So, muss ich jetzt da unten lang? Oder muss ich da oben lang? Und vor allem, was ist hier unten? Da habe ich doch irgendwas gerade gesehen. Ah, hier kann man irgendwas machen. Aber da komme ich so nicht hin. Was ist, wenn ich jetzt hier runtergehe? Komme ich da wieder hoch? Ich glaube, ich soll es lieber lassen. So, unten lang oder oben? Oben lang komme ich doch gar nicht lang, oder? Das bringt mir doch gar nichts, wenn ich jetzt da hochkletter. Lass mal sehen. Ja, stehe ich hier. Und es bringt mir nichts. Na super. Dann gehen wir halt doch da runter. Und see ya! Ab in die Basis. Und gleich natürlich mit dem Bogen können wir uns natürlich gut verteidigen. Nee, nee. Erstmal die Pistole nehmen. Was? Das war natürlich jetzt nichts. Ah, wir müssen wahrscheinlich nach rechts hier. Ja, das sieht natürlich schon besser aus. Natürlich, da müssen wir lang. Wep. Ja, klar, komm schon. Na klar, wir kraxeln da rum. Und dann ist da natürlich hier eine Leiter nach den Rohren. Warum denn auch nicht? So, dann holen wir uns hier mal schön das Bergungsgut ab. Und springen wir mal schön hier rüber. Was einen Fuß da rein.
einem SQ zugehört. Ja, die sagten, ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Was zur Hölle? Brauch Hilfe! Quatsch, brauchst keine Hilfe. Ich töte dich nämlich vorher. Ja, ich brauche Hilfe, super. Ist doch niemand da. Wer soll denn dir helfen hier? Was? Wo kommen die jetzt her? Sag mal, wo kommen die jetzt her? Scheiße. Mal schauen, dass sie hier schleunigst wegkommen. Die sind doch da oben, oder? Nee. Sind sie nicht. Zum Glück. Aber irgendwo müssen die doch sein. Da oben. Komm, halt mal ruhig. Gut. Haben wir dich. Sehr gut. Und dann an die... Wo ist denn die Felswand? Nach hier unten. Was? Wo ist der? Ist noch mit einer. Wo ist denn der? Wo hat er das Ding hingeworfen? Wo ist der Typ? Ha. Keine Ahnung, soll er mal machen. Wir gehen dabei mal still und heimlich hier vorbei. Du, see ya. So, und zack. Was? Nein. Nein, noch komm schon, Lara. So ist es nicht geplant. Puh. Oh nee, jetzt müssen wir hier wieder anfangen. Das ist ja nicht zu glauben, ey. Warum ist da oben kein Speicherpunkt? Das ist ja dämlich. Wahrscheinlich erwartet man nicht, dass die Leute hier abstürzen. Aber naja, ich schaff das natürlich. Klar. Ich krieg das sowieso hin. Ich krieg das stets hin. Stets abzustürzen. So. Also nochmal. Das Ganze hier. Zack. Und diesmal bitte ohne abstürzen. Wenn's geht. Aber nur wenn's geht. Ich meine, ja, stürz mal halt mal ab. Komm. Ist ja nicht so schlimm. So. Jawohl, klappt doch. Geht doch alles, geht doch alles. Ist doch kein Stress. So, da klettern wir natürlich hier mal wieder schön hoch. Ah, und jetzt weiß ich auch, wofür die Leiter gut ist. Zack. Genau. Schön, dass da eine Leiter rumhängt. So, dann einmal hier aufmachen. Puh, das war gefährlich hier. Das Ding aufzumachen, wenn man hier so zurück... wenn man hier so ein bisschen zurückstößt, dann fällt man gleich runter. Naja, gut. Gibt's hier irgendwas zu tun? Gibt's irgendwas aufzuheben? Nein. Ah, da war der Typ vorhin gestanden. Jetzt steht er da nicht mehr. Jetzt muss man aufpassen, dass der uns hier überrascht. Nein.